Hallo zusammen in der Technik-Video-Welt. Wenn ihr eure AirPods Pro mit eurem iPhone verbindet, dann heißen die AirPods Pro, na? AirPods Pro. Wie ihr den Namen der AirPods Pro auf eurem iPhone ändern könnt, das zeigen wir euch in diesem Video. Bis gleich. Jedes AirPod Pro könnte eigentlich aus dem Film Star Wars kommen, denn es sind letztendlich alles Klone. Das heißt, jedes AirPod Pro Case heißt gleich, nämlich AirPods Pro. Das zeige ich euch mal. Ich klappe das Ganze mal auf. Die sind ja gekoppelt mit meinem iPhone und dann steht hier AirPods Pro drauf. Soweit auch in Ordnung, aber vielleicht wollt ihr ja tatsächlich diesen Namen ändern, um das Ganze eben zu individualisieren, beziehungsweise um auch euren Kumpels und Freunden zu zeigen, hey, das sind meine AirPods Pro. Ist besonders dann praktisch, wenn eben auch Freunde von euch auch AirPods Pro haben und dann könnt ihr eben ganz schnell die Dinger eben unterscheiden, welches Case gehört eigentlich zu wem. Das ist doch sehr praktisch und wie ihr das jetzt einstellen könnt, das zeige ich euch hier. Wir wechseln einmal in die Einstellungen und gehen dann hier mal auf den Punkt Bluetooth. Wenn wir hier bei Bluetooth sind und der Deckel hiervon ist aufgeklappt, die AirPods Pro sind also verbunden, dann geht ihr hier rechts auf dieses kleine i. Dieses i gibt euch eben zusätzliche Möglichkeiten für die AirPods Pro. Wir können zum Beispiel sagen, was passiert, wenn wir eben links und rechts drücken. Wir können einen Passtest machen und so weiter und so fort. Was wir eben tatsächlich aber auch machen können, ist einmal hier den Namen ändern. Hier steht Name. Also gehe ich hier auf AirPods Pro und gebe dem jetzt einfach mal den Namen AirPods Pro 1. Einfach nur mal, um das Ganze darzustellen, wie das Ganze eben aussehen könnte. Jetzt ganz wichtig, hier unten eben einmal auf Fertig drücken. Und dann gehe ich einmal zurück und zurück und zurück. So, das Ganze ist jetzt soweit fertig. Ich schließe den Deckel. Das heißt, die AirPods Pro, die trennen sich jetzt von dem iPhone. Und jetzt öffne ich sie wieder. Und wenn die sich jetzt nun verbinden, heißen die eben tatsächlich jetzt AirPods Pro 1. Nämlich genau der Name, den ich ihm gegeben habe. Ich hätte es jetzt auch Technik-Video-Welt nennen können. Ich hätte es auch nennen können Alpas AirPods oder was auch immer. Ihr könnt also den AirPods tatsächlich den Namen geben, den ihr haben möchtet. Und das eben einmal speichern. Ich ändere das jetzt noch einmal um, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Also wieder einmal auf die Einstellung gehen, dann auf Bluetooth, dann bei den AirPods Pro 1, die heißen nämlich jetzt auch hier so, einmal auf das i gehen und dann hier bei dem Namen einmal hier den Namen wieder so ändern, wie ihr ihn haben möchtet. Ich habe ihn jetzt wieder mal auf AirPods Pro zurückgeändert. Ich sage einmal fertig, zurück, zurück. Und ihr seht hier schon, hier heißen die auch schon AirPods Pro. Ich wechsle jetzt wieder in meinen normalen Bildschirm, schließe die einmal und öffne noch einmal das Case. Und dann seht ihr auch schon, dann heißen die auch schon wieder AirPods Pro. Also die Namensänderung ist total einfach und genial gelöst. So könnt ihr den Namen eurer AirPods Pro ändern. Das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare bei YouTube. Wir lesen und beantworten fast alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.